Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Bücherwoche, die wieder etwas besser war, denn es gibt kein abgebrochenes Buch oder Ähnlichem, sondern ich hatte durchgängig gute Unterhaltung. Ich habe 3,5 Bücher gelesen bzw. gehört. Ein halbes Buch, was wir uns eben im John Mars Fanclub auch so eingeteilt haben, dass wir das über 2 Wochen so circa hinweg durchlesen. Und da werde ich dann auch in der nächsten Woche ein bisschen mehr erzählen. Zudem, ja, habe ich ein bisschen was zu Mittelerde zu erzählen und ja, was da so in nächster Zeit vielleicht auch auf euch zukommt. Und ja, alle Bücher und Zeitstempel findet ihr unten in der Infobox. Da verlinke ich auch immer die Bücher und wann ich über welches Buch dann auch spreche. Also wenn euch eins vielleicht besonders interessiert und ihr da zuerst hinspringen wollt, ja, dann natürlich sehr gerne. Und wir starten, wie immer, chronologisch mit den Büchern der Woche. Und zwar ist das erste Buch History des Körpers von Joey Kelly. Ein Geburtstagsgeschenk, was ich in dieser Woche auch dann gelesen habe. Gehört habe ich Tale of Magic von Chris Colfer. Das ist der erste Teil einer, ich glaube, 5-teiligen Reihe. Dann habe ich gehört, und da kann ich echt sagen, das war direkt ein Wahnsinns-Highlight, Prison Healer, der Auftakt auch einer Trilogie von Lynette Noni, ist auch in der letzten Woche, glaube ich, erst erschienen und hat mich direkt gebannt und gefesselt. Und das Buch von John Mars ist Ich vergesse nie, dass ich eben zusammen, ja, mit den Fangirls lese und wo ich so ein bisschen was dazu erzählen werde. Aber final möchte ich dann natürlich erst was, wenn ich das Buch beendet habe, dazu sagen. Ja, die Bücher, wie gesagt, unten in der Infobox mit Zeitstempel. Und wir starten nun mit Joey Kelly. History des Körpers habe ich von einer lieben Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich mochte seine Beiträge im Weltwach-Podcast immer sehr gerne, auch im Buch, was von Erik Lorenzen herausgegeben wurde. Da hat er auch einen Anteil daraus. Und so habe ich mich dann sehr gefreut, dass ich dieses Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen wurde. Ich bin nicht der größte Kelly-Fan gewesen. Ich hatte eine beste Freundin damals in Jugendzeiten, die total Kelly-Family-Fan war, und ich habe diesen Hype immer nie verstanden. Ich fand die Musik immer ganz okay. Es gab das ein oder andere Lied, wo ich durchaus auch mitsingen konnte bei Konzerten, aber ich bin jetzt nicht der größte Kelly-Fan. Also das muss man ganz klar sagen. Mir gefallen die meisten Kellys erst jetzt im höheren Alter. Auch musiktechnisch finde ich Michael Patrick Kelly richtig toll, Patricia Kelly, all die Solo-Projekte finde ich gut. Und Joey Kelly ist natürlich herausgefallen so ein bisschen, weil er eben irgendwann durch Sportlichkeit und diesen extremen Laufwahn, könnte man es sagen, ja dann auch bekannt wurde. Und ja, er hat in diesem Buch eine Reise durch Deutschland, ich sage jetzt mal, verarbeitet bzw. berichtet darüber, denn es ist sein Ziel in diesem Buch, von Nord nach Süd in Deutschland zu laufen. Er hat 900 Kilometer vor sich und das will er in irgendwie 3-4 Wochen schaffen. Er läuft in Wilhelmshaven los und will eben dann bei der Zugspitze, ja, seine Reise beenden. Er ist nur unterwegs mit einem Rucksack, einem Schlafsack. Er möchte sich nicht unterwegs irgendwas zu essen oder trinken kaufen, sondern nur, was er eben findet, dazu verwenden. Also an Bächen dann seine Wasserflasche auffüllen, Beeren, Kartoffeln, was er irgendwie findet, dann auch essen. Er schläft in der Regel auch immer außen. Er hat da eben auch seinen Schlafsack dabei, er ist da wirklich sehr naturnah. Er holt sich vorher Tipps von Rüdiger Nieberg ab, der ja auch dafür bekannt war, dass er durch Deutschland gewandert ist, während eben Joey Kelly hier eher einen Lauf anstrebt und also oder einen Marsch, ich glaube, so bezeichnet er es selbst auch mal. Und wir sind eben dabei, welche Gedanken er in dieser Zeit hat, wie es ihm ergeht, was so die Herausforderungen sind. Er erzählt uns in diesem Buch eben auch seine Vergangenheit, wie er zum Extremlaufsport gekommen ist, und man ist hier ja wirklich, ja, man erfährt so viel von ihm, wie er auch wirklich so dieser extreme Läufer schon während der Kelly Family wurde. Also er hat ja verschiedenste Marathon, Triathlons, den Ironman schon gelaufen, er läuft durch Wüsten und allerhand, und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das ist ein toller Weg, den uns hier Joey Kelly miterzählt, den er selbst auch gegangen ist. Und das Buch ist jetzt, glaube ich, auch schon 10 Jahre alt. Ich glaube, es ist irgendwie aus 2011 oder 2012. Und ja, als er eben damals diesen Weg gegangen ist. Er
teilt sehr, sehr viele Erinnerungen mit uns, zum einen an seine Kindheit, an seine Familie, auch an die klassische Kelly-Family-Zeit, als sie so ihren Höhepunkt in der Karriere hat. Ich fand das schon sehr interessant, aber hier hätte ich mir einfach ein bisschen weniger Umfang gewünscht, weil mich diese Zeit auch einfach nicht so interessiert, wie das mit der Kelly-Family war. Ich hätte mir hier einfach ein bisschen mehr gewünscht zum Laufen, zu seinen Erfahrungen, zu den Wüstenläufen. Also wenn er hier schon Erinnerungen aufgreift, hätte ich mir hier ein bisschen mehr zu dem eigentlichen Thema des Wanderns, des Marschierens, des Laufen gewünscht. Ich fand es auch sehr gut von ihm erzählt, wie er eben so diese Lauf- und Sporterfahrungen mit uns teilt. Das wirkte wahnsinnig authentisch, es wirkte echt und das hat mir unglaublich gut gefallen. Also weil er eben nicht jemand ist, der immer so, ja, Sport ist super und mega und das Beste, was ich machen kann, sondern er eben auch durchaus Erfahrungen gemacht hat, die ja nicht ganz so immer positiv waren. Oder er auch selbst einfach mal sagt, es gibt eben auch einfach mal so einen inneren Schweinehund. Und man muss eben auch einfach das finden, was einem Spaß macht. Das eigentliche Laufen, beziehungsweise dieser eigentliche Weg, kam für mich ein bisschen kurz. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, was er gesehen hat, wem er getroffen hat, wie er vielleicht auch Probleme gelöst hat. Es wirkte hier sehr entspannt. Und ich meine, wir reden hier von 900 Kilometern. Ich glaube nicht, dass das jeder einfach so entspannt vor uns hinlaufen würde. Er fasst aber all seine Gedanken, Erfahrungen wirklich in wahnsinnig tolle Worte. Also ich fand, er hat das gut rübergebracht. Er hat mich da sehr gepackt, sehr mitgenommen. Und ich mag diesen Stil von ihm, wie er das auch so ein bisschen nüchtern erzählt. Ich möchte nicht sagen, dass er emotionslos ist. Das war es nämlich nicht. Aber so ein bisschen merkt man, dass er sich nicht so viele Gedanken über Dinge macht, sondern einfach so ein klassischer Macher ist und gar nicht erst überlegt oder zweifelt oder verschiedenste Varianten abwägt, sondern auch einfach mal macht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte mir, wie gesagt, ein bisschen mehr von der eigentlichen Route gewünscht, denn das hätte mich eben interessiert, wenn er durch Deutschland läuft, was sind seine Stationen? Man sieht das hinten in der Karte drin, also da kann man mit der Karte kann man ganz gut verfolgen, ja, wo er sich befindet. Man hat auch ein Vorher-Nachher-Buch, ein Nachher-Bild, wie er gestartet ist und wie er dann nach diesen 3 Wochen mit ja, dieser wenigen Nahrung und so ausgekommen ist. Ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr gewünscht. Ich fand das wirklich ein tolles Buch, hätte mir aber persönlich mehr von der Reise, mehr von den Herausforderungen gewünscht, weil also wenn jemand halt auch noch auf Essens- und Trinkentzug geht, während er 900 Kilometer läuft, das muss ja gefühlt irgendwas im Kopf machen, das kam hier einfach ein bisschen zu kurz. Ich habe mir aber direkt, nachdem ich es beendet habe, bei Tauschticket hatte ich das große Glück, sein Buch noch zu ergattern, wo es dann um seine Reise durch Amerika geht. Ich weiß gar nicht mehr, ob er da auch von Nord nach Süd oder von West nach Ost läuft, bin ich mir gerade nicht sicher, aber das ist ja mittlerweile auch bei mir eingezogen und da freue ich mich auch einfach drauf, weil mir seine Art sehr gut gefallen hat, weil es auch sehr inspirierend ist und auch einfach authentisch. Es hat sich einfach echt angefühlt und als würde man einfach so ein bisschen mitlaufen und Erfahrungen austauschen. Und hätte er ein bisschen mehr zu der Reise erzählt, ein bisschen mehr zu den Orten, zu seiner Route, zu den Herausforderungen, wäre das wirklich auch ein absolutes Highlight geworden. So ist es mit einer kleinen Kritik nicht ganz zum Highlight geworden oder ein kleines Highlight, hat mir aber einfach großen Lesespaß gemacht. Dann kommen wir zu einem Hörbuch, das mich in der ersten Hälfte der Woche begleitet hat, nämlich Die Legenden der Magie, eine geheime Akademie, Tale of Magic, der erste Band einer, ja, Kinder-Fantasy-Reihe von Chris Colfer. Hörbuch gab es letztes Jahr mal irgendwie in so einem 2:1 Angebot bei Audible und ich mochte ja auch den Auftakt von Land of Stories ganz gerne, auch wenn es mich nicht so gepackt hat, dass ich da weitergehört habe in der Reihe. Und deswegen wollte ich jetzt bei Tale of Magic einfach nochmal reinhören, ob mich das noch mehr begeistern kann. Es sind bisher, glaube ich, 5 Bände geplant. Ich glaube, auch schon 4 erschienen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Es hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil man natürlich immer mit einer neuen Reihe auch immer so einer neuen Verpflichtung einhergeht. Aber ich wollte eben was locker, leichtes. Ich wollte Fantasy. Und bei Rufus Beck als Sprecher macht man einfach nichts falsch. Und ich muss auch hier sagen, dass es mir großen Spaß gemacht hat, ihm wieder zuzuhören. Ich, nicht immer passt wahrscheinlich Rufus Beck, aber ich finde, gerade bei Kindergeschichten macht er das einfach großartig und da hat es
es mir hier auch wieder viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Es geht in der Geschichte um die 14-jährige Bristol Evergreen, die sehr neugierig ist, sehr ehrgeizig ist, die mit ihrer Familie in der Hauptstadt des südlichen Königreiches lebt. Und hier habe ich mir tatsächlich dann auch einfach mal so einen Blick ins Buch gegönnt und habe geguckt, ob da eine Karte vorhanden ist. Und das hilft definitiv schon ein bisschen weiter. Ja, Bristol liebt Bücher, allerdings ist das Lesen für Mädchen an dem Ort, wo sie eben lebt, in diesem Königreich, nicht erlaubt. Es ist verboten und sie dürfen auch keine Bibliothek betreten. Wenn man diese Regel nicht einhält, wird man sehr, sehr hart bestraft als Mädchen oder auch als Frau. Doch auch in der Schule wird man tatsächlich eher zu Hausfrauen erzogen und das ist für Bristol einfach nicht das Richtige. Sie hat zum Glück einen lieben Bruder, der sie mit Büchern eindeckt, der ihr mit dem Lesen geholfen hat. Und eines Tages passiert es aber, dass sie laut vorliest und das bleibt nicht ohne Folgen. Und wir haben hier natürlich ein Setting, was ich besonders für Kinder und Jugendliche wirklich sehr spannend finde. Also auch so ein bisschen dieses, was passiert, wenn hier Geschlechter unterschiedlich behandelt werden und man dagegen verstößt, was kann das für Folgen haben? Und das fand ich tatsächlich ein sehr wichtiges und gutes Thema. Es ist ein sehr flüssiges Buch. Also man merkt schon, dass es wirklich eher für Kinder gedacht ist, dass es sehr kindlich auch Themen rüberbringt. Es ist einfach, es hat einen sehr bildhaften Schreibstil. Chris Colfer kann wirklich eine Welt erschaffen, die man dann vor Augen hat. Auch die Charaktere sieht man und verfolgt man. Und das finde ich wirklich perfekt. Und ich finde auch, dass das für Kinder und Jugendliche vom Stil her richtig, richtig gut ist. Ich fand ja den ersten Band von Land of Stories gut und kannte ihn auch, hatte aber hier tatsächlich am Anfang ein bisschen gebraucht, bis ich hineingekommen ist und auch verstanden habe, dass diese Geschichte ja irgendwie eine Vorgeschichte zu Land of Stories ist. Das war mir auch überhaupt nicht bewusst, das habe ich auch nirgendwo irgendwie gelesen. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil wenn eben jemand Land of Stories nicht kennt, dann fand ich schon, dass man sich hier ein bisschen schwer getan hat. Und das fand ich schade, dass das zumindest mir damals nicht irgendwie bewusst aufgefallen ist, dass das einen Zusammenhang hat. Es war auch so, ich sag mal so, das erste Viertel ein bisschen langweilig. Da habe ich dann auch immer mal überlegt, ach ja, packt dich das noch, kommt da noch was? Ich habe aber nebenbei gestickt und da hat das eigentlich ganz gut gepasst. Also ich versuche jetzt immer so Abende beim Hörbuch dann auch mit meiner Stickerei, meiner Disney-Stickerei so weiterzukommen. Und ich merkte aber dann schon, okay, so nach dem Viertel, oder so bei knapp 20%, okay, jetzt zieht die Spannung ein bisschen an und dann hat die Geschichte auch Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, dass da wieder meine eigene Regel mit so 30% sollte man gehört haben, ganz gut ist und ich nicht vorher im Grunde aufgehört hat, weil dann einfach der Spannungsbogen da war und das auch unterhaltsam wurde. Ich hätte mir den Spannungsbogen nur einfach ein bisschen früher gewünscht. Die Namen in dem Buch waren zum Teil sehr außergewöhnlich, was ich beim Hören auch immer ein bisschen schwieriger finde, als wenn man die Namen vor Augen hat. Aber das liegt natürlich einfach an dem, wie ich das Buch im Grunde konsumiert habe, gelesen habe und beziehungsweise eben gehört habe. Ich glaube, wenn man die Namen vor sich hat, ist das immer ein bisschen einfacher. Die erschaffene Welt von Chris Colfer ist sehr, sehr kreativ und auch die Magie in der Geschichte macht wahnsinnigen Spaß. Also das hat mich richtig, richtig abgeholt, mitgenommen. Auch so die verschiedenen nichtmenschlichen Lebewesen fand ich richtig toll geschaffen und erzählt. Also wir haben hier Kobolde, Elben, wir haben Trolle und ja, so ein bisschen die im Dazwischenland eben leben und das fand ich richtig, richtig toll gemacht. Also sie wirkten auch ein bisschen anders, als man sie vielleicht klassisch kennt oder auch ihre Charaktere wirkten einfach ein bisschen anders und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist sehr niedlich. Also das möchte ich wirklich sagen. Ich glaube wirklich für Kinder, Jugendliche ist das eine wunderbare Fantasy-Geschichte oder auch ein Einstieg in die Fantasy. Ich als Erwachsener fühlte mich nicht ganz so mit reingezogen und auch nicht immer so mitgenommen. Das gelingt bei anderen Kinderbüchern auf jeden Fall ein bisschen besser. Also wenn ich jetzt an Evelyn Jones denke oder wenn man jetzt Harry Potter auch als Kinder-Jugendbuch sieht, da finde ich schon, dass das packende Ergebnis so ein bisschen besser war. Ich muss aber sagen, es hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Es gibt liebenswerte Charaktere, es gibt schöne Szenen, die uns Chris Colfer in dieser Geschichte präsentiert und
wenn ich an die Charaktere denke, besonders bei Crystal, ist zum Beispiel, ja, die habe ich sehr, sehr ins Herz geschlossen. Aber so richtig packen, mitnehmen, auch so, dass ich jetzt denke, ich muss jetzt direkt weiterlesen, das Gefühl habe ich eben einfach nicht. Und vielleicht ist das auch einfach jetzt mal so das letzte Buch von Chris Colfer. Also selbst wenn jetzt noch eine nächste Reihe kommt, wenn die wieder in so einem ähnlichen Universum spielt, ja, muss ich dann auch einfach sagen, okay, ich habe es zweimal probiert, ich fand es gut, es hat mich unterhalten, aber jetzt eben auch nicht so, dass ich denke, es ist so spannend, packend, dass ich unbedingt weiterlesen muss. Also das ist, ja, es war schön, das möchte ich wirklich sagen, und ich glaube auch wirklich für Kinder, Jugendliche, die die Fantasy für sich entdecken, dass das wirklich perfekt, weil eben auch die Welt so kreativ ist und es so ein flüssiger, einfacher Stil ist mit auch so wichtigen Themen, die man eben einfach darin hat. Aber so, ja, ich würde jetzt einfach sagen, ich bin da ein zu altes Kind. Auch wenn es mich gut unterhalten hat und gerade Rufus Beck auch wirklich einen guten Job macht, war auf jeden Fall die Investition lohnenswert. Aber ich muss da jetzt nicht direkt weiterhören. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht die Reihe kennt und vielleicht irgendwie ein bisschen was zum zweiten oder dritten Teil spoilerfrei irgendwie natürlich in die Kommentare packen wollt und da schwärmen wollt. Da würde ich mich natürlich dann auch freuen. Aber so gerade sagt mein Gefühl, ja, fang lieber mit einer anderen Reihe an. Und das habe ich dann auch direkt gemacht, nämlich mit dem Auftakt einer, ja, Jugend-Dystopie-Fantasy-Reihe, nämlich Die Schattenheilerin von Lynette Nonie. Es ist Prison Healer, der erste Band. Ich bin zufällig irgendwie über dieses Buch gestolpert und war dann eben beim Lesen des Klappentextes doch sehr neugierig und auch so ein bisschen hyped. Es ist der Auftakt einer Trilogie. Im Englischen wird im Juni dann auch der Abschlussband veröffentlicht. Ich hoffe da jetzt auch einfach, dass der Verlag mit dem zweiten Band gut hinterherkommt und dann auch den dritten Band uns zeitnah präsentieren wird. Ich habe mich hier auch fürs E-Book, da ich das Buch bei NetGalley entdeckt habe als Rezensionsexemplar, habe ich mir mal die Sprecherin angeguckt und es war Nina Reitmeier, die mir auch vom Namen schon was gesagt hat. Von ihr habe ich auch schon 2-3 Hörbücher gehört und als das Buch mir dann zur Verfügung gestellt wurde, war klar, ich werde das auf jeden Fall hören. Für mich, und das kann ich schon verraten, ist dieses Buch aber definitiv eins, was in dieses Regal wandern sollte, wobei mir tatsächlich der zweite Band von der Optik, wenn es so beibehalten wird wie in den Originalen, besser gefällt. Also ja, wobei die Covers sind sehr schön, gar keine Frage, aber ich vielleicht von farblich finde ich den zweiten, glaube ich, so ein bisschen vielleicht fürs Regal. Für mich ist das wirklich ein Highlight-Buch gewesen. Es ist wirklich eine Dystopie, wie ich sie lange, lange nicht mehr gelesen habe, wie sie mich lange nicht mehr gepackt hat und auch das Ende mich total weggeflasht hat, das muss ich ehrlich sagen. Wir treffen in diesem Gefängnis auf Kiva, die vor 10 Jahren mit ihrem Vater eben in dieses schlimmste Gefängnis dieses Reiches gebracht wurde. Er arbeitete dort als Heiler, ihm wurden Dinge unterstellt, die ja vielleicht stimmten oder auch nicht. Da ist sich Kiva auch noch so ein bisschen uneilig. Als er dann gestorben ist, hat sie die Rolle der Heilerin übernommen und führt dank dieser Aufgabe ein etwas besseres Leben, sagen wir mal so. Sie ist eine Gefangene, sie darf das Gefängnis auch nicht verlassen, aber dadurch, dass sie eben doch gebraucht wird und eben auch durchaus die Wächter immer mal wissen, okay, wenn es mir nicht gut geht, hilft sie mir auch, ist da so ein stummes Abkommen, dass sie eben nicht ganz so geschunden und gequält oder auch geschlagen wird, wie das bei anderen Gefangenen ganz normal ist. Also sie hat da definitiv ein bisschen ein leichteres Leben, wenn man das in so einem schlimmen Gefängnis überhaupt sagen kann. Sie ist jetzt 17 Jahre alt und ist eben 10 Jahre schon dort. Sie hat allerhand schon erlebt und gesehen. Sie wartet auf ihre Familie und hofft, dass sie irgendwann retten kommen. Also es gibt auch irgendwie einen Kontakt, einen geheimen Kontakt nach außen und ihre Familie schickt ihr immer mal Nachrichten, bleib am Leben, wir kommen, mache das und das und Ähnlichem. Und so ist ihre Hoffnung sehr groß, dass sie irgendwann gerettet wird. Als eines Tages aber dann die Rebellenkönigin ins Gefängnis kommt und sehr, sehr schwer krank ist, muss Kiva herausfinden, woran sie erkrankt ist, wie sie heilen kann, denn die Rebellenkönigin soll am Elementarurteil teilnehmen und in diesem Urteil muss man sich 4 elementaren
Aufgaben stellen, die eben irgendwie mit Feuer, Luft, Erde, Wasser zu tun haben. Und wenn man diese vier Aufgaben überlebt, dann ja, hat man im Grunde seine Unschuld bewiesen. Das hat aber schon sehr, sehr viele Jahre, gar Jahrzehnte niemand mehr geschafft. Und da soll sie eben gesund sein, dass sie daran teilnehmen kann. Und hier ist eben Kiva ihre Aufgabe nun, sie im Grunde am Leben zu halten und gesund zu pflegen. Doch Kiva verfolgt so ein bisschen einen anderen Plan und ja, bringt jetzt nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern auch all jene, die sie so ein bisschen in ihr verschlossenes Herz gelassen hat. Was für eine grandiose Jugend-Fantasy-Dystopie-Geschichte. Ich muss wirklich sagen, es hat mich von Anfang an gepackt. Ich habe das Buch in ja, im Grunde 4 Tagen weggesuchtet. Ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Ich habe der Sprecherin Nina Reitmeier sehr gerne zugehört. Ich war wirklich tief in dieser Geschichte drin. Es war wirklich eine Jugenddystopie, wie ich sie liebe, was mich an Panem zum Beispiel wirklich erinnern lässt vom Gefühl. Und ich wirklich sage, ich war so angespannt, ich war so neugierig und wollte immer, immer weiterhören. Es hat für mich tatsächlich diesen Panem-Nevernight-Charakter. Es ist düster, es ist brutal, es hat eine tolle, starke Protagonistin. Kiva fand ich wirklich großartig, sympathisch, aber auch nicht so drüber mutig oder stark, sondern wirklich auch authentisch und auch für all das, was sie eben erlebt hat. Und für mich ist das wirklich eine Geschichte, die sich da so ein bisschen einreiht. Ich mochte Kiva sehr, sehr gerne. Sie ist die perfekte Heilerin mit einer gewissen Fürsorge und auch dem Herzen, das man dazu braucht. Aber sie hat eben nicht sehr viele Emotionen. Die sind ihr eben in diesen 10 Jahren durchaus auch mal so ein bisschen abhanden gekommen, aber sie hat ein offenes Ohr für die Neuankömmlinge, für die Gefangenen, für die Kranken. Sie ist wirklich bestrebt zu helfen und sieht darin auch ihre Aufgabe. Auch die Nebencharaktere, wie zum Beispiel Nari oder Jaren, die fand ich richtig, richtig toll. Ich finde überhaupt, dass die Charaktere von der Autorin sehr gut geschrieben wurden. Es wirkte echt, es wirkte authentisch, es gab Dialoge, die sich lebendig angefühlt haben. Es wurden nicht irgendwelche Worte in den Mund gelegt, sondern es fühlte sich flüssig und echt irgendwie an und wirklich auch diese Nebencharaktere, die aber auch alle so eine wichtige Rolle in dieser Geschichte gespielt haben, die fand ich richtig, richtig toll. Auch die Entwicklung der Charaktere, die Tiefgründigkeit, das hat sich alles so eingeflossen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und sie kommen einem wahnsinnig nahe, die Charaktere. Also man fiebert mit, man ist entrüstet, man ist wütend, man ist traurig und man ist dann auch immer mal hoffnungsfroh. Also an Gefühlen wirklich alles dabei, das fand ich richtig, richtig toll. Auch diese ganze Welt, die Lynette Noni erfunden, erdacht hat, ist wirklich wahnsinnig toll. Also man sieht dieses Gefängnis vor sich. Auch hier gibt es in den Büchern wohl eine Karte. Auch das habe ich mir mit Blick ins Buch einfach mal angeguckt, weil beim Hören hilft das definitiv weiter. Es ist wirklich eine tolle Welt. Man sieht dieses Gefängnis, auch wenn diese Elementarübungen dann kommen, wie das so abläuft. Das war so bildhaft, packend und spannend erzählt, dass man da einfach nur dranbleiben konnte. Lynette Noni ist eine australische Bestseller-Autorin. Ich habe mir jetzt auch mal angeguckt, was sie vorher so geschrieben hat. Kannte die Bücher tatsächlich vorher nicht, auch die Autorin nicht. Und sie packt in diese Geschichte auch sehr viele aktuelle Themen wie Seuchen, Krankheiten, auch ja, was so eine Heilerin für eine Rolle gespielt hat, eben ja, früher mal oder ja, lässt sich nicht ganz gleichsetzen mit Ärzten heutzutage. Und dann haben wir aber auch so diese Prise Magie, die eben hier noch mit eingeflochten wird, ohne dass es zu viel ist. Also man hat natürlich schon irgendwie diesen Fantasy-Aspekt. Wir haben Königreich, es fühlt sich alles ein bisschen älter, zurückgelegter an, also vielleicht jetzt nicht ganz im Mittelalter, aber so ein bisschen dieses Feeling kommt auf. Dann haben wir diese Prise Magie und dann haben wir auch so eine ganz zarte Liebesgeschichte und ich bin so dankbar, dass sie nicht vordergründig war und ich hatte schon gedacht, oh Gott, hoffentlich geht das nicht in eine ganz merkwürdige Richtung. Das ist es nicht gegangen. Und ich möchte auch wirklich sagen, dass diese Liebesgeschichte, die vielleicht hier so, ja, auch immer mal so im Klappentext, das bin mir nicht ganz sicher, ob das angekündigt wird, aber das ist so wunderbar eingeflochten, fühlt sich so echt an und auch für das, was da passiert. Also das ist nicht so wie, ja, oft mal bei Jugendbüchern, oh, wir haben hier eine Alien-Invasion, lass uns doch erstmal einen Kaffee trinken gehen und uns kennenlernen und
Ja, das habe ich ja bei irgendeiner Serie mal, ich weiß gar nicht mehr, so kritisiert, dass die ausgesetzt werden auf einer Insel und das Erste, was zwei Leute machen beim Wasserfall, ist, ja, man kann sich vorstellen, wo ich denke, Leute, also ich glaube, wir hätten gerade andere Probleme, aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich fand das richtig, richtig toll, wie die Themen aufgenommen wurden, ohne so dieses Extreme zu unserer Jetztzeit zu verbinden. Also mir hat das richtig großen Spaß gemacht. Es war sprachlich richtig, richtig toll. Es war packend, spannend, mitreißend. Es gab viele Details, die wichtig sind, die perfekt eingeflochten wurden, die einen haben miträtseln lassen, die mitgefiebert haben und auch dieses ganze, ja, mit diesem Königreich und den Rebellen und auch diesem Magiesystem, das fand ich richtig, richtig toll. Also das hat Lynette Noni wirklich für mich perfekt gemacht. Es ist für ein Jugendbuch und das möchte ich tatsächlich gar nicht so wertend eigentlich geben, aber das finde ich zwar auch immer mal wieder, aber sehr oft sind Jugendbücher doch ein bisschen einfacher gestrickt. Das hat man hier definitiv nicht. Es ist wirklich sehr vielschichtig, es hat logische Wendungen und kann dennoch sehr überraschen, weil man diese Logik eigentlich gar nicht erwartet, sondern oft so denkt, ah, das wird jetzt wahrscheinlich so und so sein und nein, so wird es nicht sein. Und besonders auch die Charaktere sind mir so, so, so ans Herz gewachsen. Es hat so viel Spaß gemacht, ihnen zu folgen. Und für mich wirklich ein Highlight, Auftakt, großartige Geschichte, tolle Jugenddystopie mit Fantasy, hat mir super gut gefallen und hat mich wirklich weggeflasht, muss ich wirklich sagen. Hat mich wahnsinnig gut unterhalten und fand ich richtig, richtig, richtig toll und auch richtig toll vorgelesen. Und ich sehe es schon förmlich irgendwann in diesem Highlight-Regal bei mir einzuziehen. Ja, einfach weil es mich wirklich so geflasht hat. Also, es ist wirklich richtig, richtig toll. Also, es hat wirklich für mich so Panem, Nevernight, Mary Lou, ja, ein bisschen wie I. Schwab. Also, wirklich so dieses packende, mitreißende, düstere und durchaus auch nicht so ganz was für Zartbeseitete, sage ich mal. Also es geht da auch immer mal blutig und ein bisschen brutaler zu. Wir sind hier natürlich auch in einem Gefängnis. Also richtig großartig. Tolles, tolles Buch. Hat mich wirklich geflasht und auch so überraschend tatsächlich weggerissen. Und ja, also wirklich in jeder Minute musste da auch einfach Hörbuch gehört werden. Ja, da bin ich dann mit meinem Podcast letzte Woche auch so ein bisschen hinterhergekommen. Also sind ein bisschen aufgelaufen, bin ich nicht hinterhergekommen so rum. Das muss ich jetzt in dieser Woche so ein bisschen nachholen. Und zum Halmbuch der Woche, das ist dann von John Maas, Ich vergesse nie, was ich zusammen mit den anderen Fangirls Maike, Sibi und Claudia lese. Alle Kanäle auch unten, natürlich unten in der Infobox. Ja, wir haben hier wieder mal einen klassischen Psychothriller von John Maas, keinen Near-Future-Thriller, wie es ja zum Beispiel The Passengers ist, The One ist, oder auch The Watcher, sondern wirklich eher so diese Psycho-Richtung wie Gute Seele zum Beispiel, was wir ja auch schon zusammen gelesen haben. Es ist jetzt mein dritter Thriller von ihm und ich habe das Buch über Kindle Unlimited dann auch entdeckt und da ich das jetzt noch im Februar habe, haben wir dann jetzt auch gesagt, wir lesen dieses Buch in dieser Zeit. Es ist ein Thriller, der schon in eine Richtung geht, die ein bisschen anders ist. Wir haben relativ schnell einige Opfer. Wir merken, hier ist ein Mörder am Werk, der irgendwie einen Plan verfolgt. Und jetzt sind wir natürlich so ein bisschen in der Geschichte dann dran, das herauszufinden mit den unterschiedlichen Perspektiven, wie uns die Geschichte erzählt wird. Wir haben jetzt so knapp die Hälfte bis Sonntag, glaube ich, gelesen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch für diese Woche zwei Abschnitte. Und ja, ich muss sagen, der Einstieg war auf jeden Fall spannend. Es ist schnell erzählt. Man merkt schon, dass man durch die etwas kürzeren Kapitel auch wirklich schnell durch die Geschichte ja, durch sich liest. Claudia hat auch mal gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Snack. Wenn man mal anfängt, dann hört man gefühlt nicht mehr auf. Ich habe zu Beginn der Geschichte John Maas nicht ganz so gespürt. Also das muss ich sagen, wüsste man nicht, dass das eher sozusagen ist, dann hätte ich das auch vom Schreibstil oder so nicht erkannt. Aber das möchte ich gar nicht jetzt schon als Kritik geben. Wer weiß, ob hinten raus dann, wenn die Wendungen zusammengeführt werden, der rote Faden, der hoffentlich irgendwo da ist, dann werden wir das sehen. Aber dazu möchte ich dann auch erst in der nächsten Woche ein bisschen mehr erzählen, wenn ich das Buch dann auch final gelesen habe. Und das waren sie jetzt, die 3,5 Bücher der Woche. Serientechnisch habe ich ja die Süßen Magnolien noch beendet. Da hatte ich ja auch noch 2, 3 Folgen. Ich habe aktuell Vikings so im Blick, ob das vielleicht mal was wäre, was ich anfangen könnte. Bin aber gerade ja so ein bisschen im Mittelerde-Fieber. Es ist ja jetzt ja auch der Teaser-Trailer veröffentlicht worden zu der neuen Serie ab September, die dann bei Amazon Prime laufen wird. Ach, ich muss sagen, ich bin bei diesem Teaser-Trailer so ein bisschen
hin und her gerissen, ein bisschen skeptisch. Allein wenn ich dann höre und sehe, dass es neue Charaktere erschaffen wurde für die Serie und ich denke mir so, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Charaktere es im Mittelerde-Universum gibt. Warum muss ich denn da jetzt noch welche dazu dichten? Nur damit ich irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Ich plane, also wir sind ja mittendrin jetzt bei einem Rewatch der Hobbit-Filme und des Herrn der Ringen. Ich habe ja auch auf Instagram mal gefragt, ob ihr Lust habt, dass ich einfach mal so Reactions-Video, also Rewatch-Videos mache und so ein bisschen meine Gedanken zu der Buchverfilmung sozusagen gebe. Und da möchte ich jetzt gerne tatsächlich irgendwie so, ja, ich denke im März dann damit anfangen. Ich habe schon immer wunderbar mitgeschrieben, gerade beim Hobbit, besonders beim dritten Teil, da gibt es sehr viel, worüber ich mich aufrege. Ja, ich kann da auch nicht aus meiner Haut, ich bin da einfach Buchleser und wie man sieht, steht da ja genügend Stoff, was man irgendwie lesen kann. Ja, ich möchte es noch gar nicht spoilern, aber ich denke, dass ich da durchaus einen etwas höheren Puls habe, wenn es dann um den Hobbit 3 geht und gerade haben wir eben mit Herr der Ringe auch angefangen und ja, da werde ich auf jeden Fall dann auch ein paar Videos hochladen, einfach so, um uns ein bisschen in dieses Mittelerde-Gefühl zu bringen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das Silmarillion einfach nochmal in Vorbereitung auf die Serie lese. Wenn ich jetzt aber so sehe, was schon so gefühlt beim ersten Eindruck bei diesem Teaser mich so ein bisschen, da denke ich immer, ha, ja, macht es überhaupt Sinn, dann wieder so tief einzusteigen, wenn dann doch drei Viertel davon anders ist. Finde ich ein bisschen schwierig. Vielleicht sprechen wir über diesen Trailer ja dann auch einfach mal im Zuge dieses Videos. Ich weiß gar nicht, wie das so ist mit hier Videoclips irgendwie einblenden, ob das einfach so in Ordnung ist. Da werde ich mich mal erkundigen. Aber ich ja, denke, jetzt machen wir erstmal meine Film-Rewatch zum Mittelerde. Filme, das sind ja dann auch 6 Stück und ja, bin schon gespannt. Also wenn ihr da Fragen, Wünsche, Gedanken, Ideen habt, sehr gerne auch in die Kommentare, dann können wir da uns ja auch schon ein bisschen hypen auf den September, ja, der sich durchaus noch ein bisschen Zeit lassen kann, weil jetzt soll ja dann erstmal Frühling um Sommer kommen, bevor wir dann schon wieder in den Herbst gehen, aber das ist definitiv was, wo man sich dann auch im Herbst darüber freuen kann. Und ja, das war es soweit zu ja, den Büchern der Woche. Alles in allem wirklich eine schöne, unterhaltsame Bücherwoche mit wirklich einem wahnsinnig tollen Highlight, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, ich bin natürlich neugierig, was euch im Februar vielleicht schon begeistert hat, ob ihr schon ein Highlight in diesem Monat oder diesem Jahr hattet, das ja jetzt dann auch schon 6-7 Wochen alt ist. Lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen drüber austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.